Aber Jungs, ist alles klar bei euch? Ist klasse, oder? Ist auch richtig. Der Tiefe gut hier. So, bitte. Zur Tita. Zur Tita, zum Sack und Sack. Wunderbar, weg damit. Bist du sicher, dass der Typ nichts dagegen hat, wenn wir hier einfach so in seinen Garten feiern? Ja. Mach dir mal keine Sorgen, Bruder, ja. Die Sache ist voll geregelt. Ich habe nämlich ein gutes Verhältnis zu seiner Tochter, musst du wissen. Oh. Hey, da ist er ja. Oh. Hallo. Die Sackenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Engelke, Marco Rima und Bastian Pastewka. Die Wochenshow, die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Supercoup, neuer Fahrer im Ferrari-Rennstall. Gefährlich, neue Straßenkämpfe in Tschetschenien. Finanznot, Saddam Hussein verkauft seine Pferde. Und US-Wahlkampf, Herausforderer Bob Dole will hoch hinaus. Die Themen der Woche. Der Science-Fiction-Film Independence Day schlägt zurzeit alle Rekorde. Zusammen mit Erfolgsregisseur Roland Emmerich bringen die Produzenten des Kassenschlagers jetzt einen neuen Actionstreifen in die Kinos mit noch größeren Stars und noch besseren Tricks. Wir zeigen Ihnen erstmals im deutschen Fernsehen den offiziellen Trailer. Diesen Tag werden Sie nie vergessen. Tag der deutschen Einheit. Sie kommen aus dem Nichts. Und sie wollen uns vernichten. Tag der deutschen Einheit. Eine Handvoll mutiger Männer stellt sich der Gefahr. Können sie das Unheil aufhalten? Der deutschen Einheit. Ab 3. Oktober. Auch drüben. Ein bekannter Automobilhersteller aus Wolfsburg wirbt seit Wochen mit großem Aufwand für sein beliebtestes Modell. Ich mag den Namen gar nicht sagen, aber jetzt sind einige Werbespots aufgetaucht, die der Konzern eigentlich gar nicht ausstrahlen wollte. Ich mag den Golf, weil man damit immer so geile Weiber abschleppen kann. Ich mag den Golf, weil er so leicht einzupacken ist. Nee, ich mag den Golf, weil ich mir keinen anderen Fahren leisten kann. Im Dschungel von Papua-Neuguinea wurde ein bislang unbekannter Volksstamm entdeckt. Als erstem Reporter überhaupt ist es unserem Sensationsreporter Bastian Pastewka gelungen, zu dem Stamm vorzudringen. Ich stehe hier in den Wäldern von Papua-Neuguinea, mitten unter den letzten Steinzeitmenschen dieser Erde. Ein vorzeitliches Paradies, bedroht vom weißen Mann und seiner Kultur. Bei mir steht nun Häuptling Bna Bna. Guten Tag, darf ich Sie Bna nennen? Häuptling Bna, was denken Sie vom weißen Mann? Silberner Vogel kommen, bringen Geschenke. Junge Krieger wollen verlassen Stamm. Fürchten Sie um Ihre alte Kultur? Junge Frauen wollen Schachteln mit saurer Musik. Schnur in Ohren. Einen Walkman. Wollen Liebe mit Mann mit falschen Zähnen. Immer Schimpf. Lothar Matthäus. Ganzer Stamm wollen, sieht aus wie Fleisch, nichts schmeckt wie Fleisch. Fisch. Big Mac. Junge Krieger wollen, ist gut für rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Ein Trampolin. Hier, bei Maler Andersen. Unverkennbar und sympathisch. Der westliche Einfluss auf die ursprünglichen Werte dieses Stammes. Doch Häuptling Gna wird weiterkämpfen, um die Kultur seines Volkes zu bewahren.
Das war Bastian Pastewka aus dem Dschungel von Papua. Zurück in die Wochenshow. Und Schnitt. Sehr gut. Oh, ich hasse diese Bilder. Die sehen unglaublich echt aus. Boah. Danke, Dirk. Nicht mehr. Ja, hallo? Ja, Kaffee wäre jetzt nicht schlecht. Komm, Kaffee. Nee, Moment mal, meine Bank. Nee, verkaufen. Nee. Sag mal, läuft der noch? Nee, alles weg. Sag mal, Bernhard, sind wir noch drauf? Ja, sag mal, bist du denn Wahnsinn? Ist Ihr Haar auch nicht mehr das, was es einmal war? Haben Sie auch Probleme mit Haarausfall? Dann kann Ihnen jetzt endlich geholfen werden. Denn jetzt gibt es Dr. Tirses Magic Hair. Schluss mit schlecht sitzenden Toupees. Dr. Tirses Magic Hair ist nicht im Handel erhältlich. Sie können Dr. Tirses Magic Hair nur telefonisch bestellen. Die ersten 50 Anrufer erhalten einen modischen Styling-Cup gratis mit dazu. Bestellen Sie jetzt Dr. Tirses Magic Hair. Der Nachrichtenüberblick. Oberwiesenthal. Bundespräsident Roman Herzog reiste gestern zu einem dreitägigen Kurzurlaub ins Erzgebirge. Sein besonderes Interesse galt dabei den Bodenschätzen der Region. Bonn. In der Regierungskoalition kam es in dieser Woche zum Streit. Die FDP warf dem Bundeskanzler vor, er treffe immer öfter Entscheidungen hinter dem Rücken von Klaus Kinkel. Jetzt in Gang. Wir bieten dazu die notwendige Bereitschaft an. Berlin. Am Freitag begrüßte Helmut Kohl Botschafter und Diplomaten zum traditionellen Jahresempfang. Der Vertreter aus Österreich kam dem Kanzler dabei besonders nahe. Die Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Aufsichtspersonal in Nervenheilanstalten. Nach einem Polizeibericht gibt es vor allem im Bonner Klinikum schwerwiegende Sicherheitsmängel. Aus der Bonner Nervenheilanstalt ist heute Morgen ein Patient ausgebrochen. Er trägt einen beigefarbenen Anzug mit Krawatte, ein weißes Hemd und gibt vor, der deutsche Gesundheitsminister zu sein. Achtung, der Mann ist äußerst gefährlich. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Bonn oder an jede andere Polizeidienststelle. Bonn. Verteidigungsminister Rühe und Bundeskanzler Kohl gehen sich seit Wochen aus dem Weg. Bei der gestrigen Kabinettssitzung versuchte Volker Rühe, den Kanzler wieder für sich zu gewinnen. Guck mal, Klaus, das hat mir der Volker gemalt. Großartig, was? Oh, sogar mit Wachsmeister. Monaco. Das Fürstentum erklärte die Ehe von Prinzessin Stefanie in dieser Woche offiziell für gescheitert. Ablenkung von ihrem Schmerz fand die Prinzessin zusammen mit ihrer Schwester bei einem Museumsbesuch. München. Die bayerische Landesregierung beklagt die zunehmende Verschmutzung öffentlicher Parkanlagen. Ministerpräsident Edmund Stoiber kündigte an, mit allen Mitteln dagegen vorzugehen. Danke, Bastian. Okay. Meine Damen und Herren, wir schalten nun zur Börse und zu meinem Kollegen Gregor Zurheiden. Gregor, ein Problem beschäftigt die Anleger. Die Aktien der Gemüsehersteller machen Furore. Wie steht denn nun die Möhre? Die Möhre in Golf steht gut. Festverzinste Kartoffeln sind im Keller. Spargel geschossen, Böhnchen leicht gepupst. Ansonsten notierte die Gemüsebörse einheitlich. Gute Aussichten für festkochende Anleihen. Wie steht der DAX? DAX gut, Lachs schlecht. Sinkende Nachfrage als gemischte Anleihe auf Baguettebrötchen. Der Sushi-Index ist stabil, aber ausgesprochen roh. Gut, was empfehlen Sie unseren Zuschauern? Als Vorspeise eine Suppe. Nein, ich meine, welche Aktien empfehlen Sie unseren Zuschauern? Sie sehen hier die Entwicklung der letzten Woche und können unschwer erkennen, dass der schlaue Anleger Bananen kaufen sollte.
sich auf Grapefruits konzentrieren sollte. Das sieht man doch wohl ganz deutlich. Also, ja, Entschuldigung, Gregor. Noch ein paar Tipps für Insider? Ja. Fällt der Schnee in Erkenschwick, werden bald die Äpfel dick. Fällt der Schnee in Afrika, gibt's bald dicke Paprika. Fällt kein Schnee im Senegal, werden bald die Bäume kahl. Ja, vielen Dank, Gregor Zuhain. Vielen Dank, dass Sie... Ich kann auch ein Herbstgedicht. Nein, danke. Der Norbert und die Liebe. Ein Lied ohne Tabu. Ja, aber es gibt keinen Text dazu. Ich dachte, das glückliche Pärchen. Das gibt es nur im Märchen. Doch eine kam in meine Liebesklause. Vor der Sommerpause, nach der Sommerpause. Sie versprach mir viel und sie war jung. Ich habe hier die ganze Liste ihrer Ankündigung. Doch dann sagte sie mir, ich wurde ganz blass. Wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Immer nur reden, niemals Verkehr. Diese Melodie geht nicht mehr. Und das sind die weiteren Themen in der Wochenschau. Lecker, Maggi eröffnet neues Fertigsuppenbrühwerk. Blasphemie, Tiere machen Jesus nach. Und Prinz Charles reitet wieder. Kommen wir nun zu unserer Kurzreportage. Zigarettenschmuggel in Berlin, ein heißes Eisen. Unser Team hat die Berliner Polizei begleitet. 24 Sekunden im Kampf gegen die Zigarettenmafia. 24 Sekunden. Hauptstadt, Problem, die Ware. Neben mir Bürgermeister. Meinung? Weiß nicht. Vietnamesisches Wohnheim, Krieg, Polizei machtlos. Alleine September, 3 Tote. Hier und hier und gestern hier. Anwohner schweigen, obwohl Täter bekannt. Wahrscheinlich Angst. Problem, kulturelle Unterschiede, Politiker gefordert. Nächste Woche, Uranschmuggel in Kirgisien. Und jetzt, liebe Zuschauer, gucken wir für Sie einmal hinter die Kulissen der Kinowelt. Filme wie Planet der Affen oder Die Fliege leben von den perfekten Masken der Schauspieler. Wir haben heute den wohl besten Maskenbildner Hollywoods zu Gast, Paul Dreyer. Hallo, Paul. Hi. Paul, wunderbar, dass Sie es geschafft haben, zu uns zu kommen. Sie haben ja wohl ein paar der größten Filmstars der Welt sogar in Tiere verwandelt. Jeff Goldblum zum Beispiel, aus dem habe ich eine Fliege gemacht. Oder Jack Nicholson, den habe ich in einen Werwolf verwandelt. Alles mit diesen goldenen Händen. Toll, Paul. Paul, Ihr neuester Film heißt Mein Bruder, der Schäfer. Und der große Götz George spielt darin die Titelrolle. Und wie man hört, sollen Sie ein wahres Wunderwerk vollbracht haben. Genau, ich bin sehr stolz auf diese Arbeit. Sie kennen ja Götz George, ein toller Schauspieler. Unser Bester. Brillant. So sah er vorher ohne mein Make-up aus. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was eine richtige Maske so bewirken kann. Ladies and Gentlemen, here he is, Götz George. Das ist ja, ja sensationell. Ganz ruhig, das ist ja beeindruckend. Platz. Paul, Wahnsinn. Er ist Menschen nicht mehr so gewohnt. Ja, guten Abend, Götz George. Meine erste Frage, Hollywood. Das ist ein kleines Problem, Herr Lück. Warum? Herr George kann leider nicht mehr mit Ihnen sprechen. Ich musste seinen Kehlkopf entfernen, um die Reißzähne einsetzen zu können. Oh Gott, das war wirklich sehr schmerzhaft, oder? Ja, ich habe mir dabei zweimal die Handgelenke sehr verdreht. Das war sehr schmerzhaft, um die Dinge reinzusetzen. Aber wie gesagt, Götz war sehr tapfer. Kann ich Herrn George nicht doch etwas fragen? Weil nein, ich möchte Ihnen mal was zeigen. Ja, ist gut. Und zwar, Götz, come on, come on. Sehen Sie? Ja, ja. Die schwierige Sache ist ja, auf vier Beinen zu gehen. Ja. Und das Einzige, was ich Götz noch helfen konnte, war, ihm das Rückgrat zu brechen. Wissen Sie was? Komm, darf ich Ihnen das sagen, ganz ehrlich? Ruh dich aus. Ich glaube Ihnen kein Wort. Wie bitte? Das ist doch ein ganz normaler Schäferhund. Also hören Sie mal auf, Paul, ja? Also Kehlkopf entfernen, Rückgrat brechen, das ist doch kompletter Unsinn. Hören Sie mal, Herr Lück, ja? Ja, ich habe mir sowas schon gedacht. Deshalb habe ich vorhin mit einer Ihrer Kollegin... Nein, Paul, nein, vielen Dank. Schluss jetzt, Schluss. Ja, hast du alles frei erfunden, was Sie da erzählen. Das ist ein ganz normaler Schäfer und das ist niemals Götz George. Und Sie sind wahrscheinlich bloß ein armer Irrer, der sich auf diese Art und Weise ins Filmgeschäft einschleichen will. Ich... Mit mir nicht, ich bin doch nicht Günther Jauch. Ich kann es beweisen, ich kann es beweisen. Ich habe mit Ihrer Kollegin... Nein, Schluss jetzt. Auf Wiedersehen, Herr Dreyer. Meine Damen und Herren, machen wir weiter mit dem... Kommentar der Woche und Anke Engelke. Nein. Komm, Götz. Wir haben hier nichts verloren.
Stichwort Paparazzi. Immer mehr Sensationsreporter und Kameraleute geraten in gefährliche Situationen, weil sie die Privatsphäre der Stars nicht berücksichtigen. Der Hollywood Boulevard, auf dem ich mich befinde, ist ein gefährlicher Ort für Paparazzis. Moment, soeben sehe ich, dass jemand aus seinem Wagen steigt, meine Damen und Herren. Es ist Richard Gere. Michael, hin, schnell. Mr. Gere, I'm sorry. Would you please so kind to be... Thank you very, very much, Mr. Gere. Und nun zu später Stunde unser Telekolleg Sex. Auch heute wieder mit Frau Dr. Ruth Ostheimer und ein paar ganz besonderen Tipps. Herzlich willkommen zum Telekolleg Menschliche Sexualität. Unser Thema heute ist eine der häufigsten sexuellen Fehlfunktionen von Frauen. Die Unfähigkeit, einen Orgasmus vorzutäuschen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie deckt auf, dass nur 60% aller Frauen gelegentlich einen vorgetäuschten Orgasmus haben. 20% dieser Frauen berichten von vorgetäuschten multiplen Orgasmen. Demnach sind also immerhin 4 von 10 Frauen nicht fähig, einen richtigen Orgasmus vorzutäuschen. Wenn Sie eine dieser Frauen sind, könnte Ihnen die folgende Übung helfen. Sprechen Sie mir also die folgenden hilfreichen Sätze nach. Hör nicht auf, Liebster, bitte hör nicht auf. Hör nicht auf, Liebster, bitte hör nicht auf. Oh, wie bist du gut? Ja, bist du gut. Oh, wie bist du gut? Ja, bist du gut. Mach aus mir eine Frau, du geiler Bock. Mach aus mir eine Frau, du geiler Bock. Glauben Sie mir, meine Damen, es funktioniert. Denn eine weitere Studie hat ergeben, dass 9 von 10 Männern alles glauben, was sie in ihrer Männlichkeit bestätigt. Haben Sie also keine Angst mehr, Ihrem Partner etwas vorzumachen. In der nächsten Sendung behandeln wir einen neuen Trend. Geschlechtsverkehr nach der Ehe. Und denken Sie immer daran, schlechter Sex ist immerhin besser als gar kein Sex. Guten Abend. Und nun zum Sport und zum Fußball. Live zugeschaltet sind uns nun Martina und Stefan Effenberg. Hallo Stefan Effenberg. Gleich mehr vom Interview mit Stefan Effenberg und seiner Frau Martina. Nach der Pause sehen Sie außerdem dann die neueste Ausgabe von Passiert. Also bleiben Sie dran. Da sind wir wieder in der Wochenschau. Also noch einmal, meine Damen und Herren, schönen guten Abend, Martina und Stefan Effenberg. Frau Effenberg, der Sport nimmt Ihren Mann ja zurzeit ganz voll in Anspruch und Sie haben aus gegebenem Anlass eine neue Regelung in seinen Vertrag einarbeiten lassen. Demnach müssen einige Gladbacher Spieler die Schlafzimmerpflichten ihres Mannes übernehmen. Sind Sie stolz? Ich denke, ohne seine Leistung hätte ich das nicht durchsetzen können. Von daher brauche ich nicht stolz sein, sondern muss ja selber stolz sein. Ah ja, natürlich. Stefan Effenberg, Ihr Trainer Bernd Kraus, der sucht ja die Spieler aus, die bei Ihrer Frau Dienst schieben müssen. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen? Nun frei raus, Stefan. Hm? Wir haben schon darüber geredet. Er nennt Namen und ich kenne die Spieler zum Beispiel, oder die im Gespräch sind und sage dann auch meine Meinung. Ja, klar, natürlich, das ist ja auch gut so. Und Sie glauben nicht, Stefan, dass Ihr Familienleben in irgendeiner Art und Weise darunter leidet? Wir haben in unserer Entscheidung auch die Kinder mit einbezogen, was nicht normal ist, glaube ich. In der Tat, das ist es nicht. Denn ich meine, es besteht ja immer die Gefahr, dass Ihre Frau mit einem Spieler durchbrennt. Ja, so ist es halt. Ja, ganz der Profi eben halt. Ja, Dankeschön, Familie Effenberg. Vielen Dank. Die Nationalmannschaft traf sich gestern zu einem 3-tägigen Trainingslager in Malente. Besonders beliebt bei den Fans war der Bremer Mittelfeldspieler Dieter Eils. Hey, Mehmet, hey, hey. Dieter, hey, Dieter, gibst du mir was ans Trikot, ja? Danke, Dieter, danke. Kommen wir zum Motorrad-Speedway.
In diesen Minuten wird in Bottrop das Finale um die deutsche Meisterschaft gestartet. Ich gebe ab auf die Aschenbahn zu meinem Kollegen Norbert Diesenbüttel. Hallo und willkommen zur deutschen Meisterschaft im Speedway. In wenigen Sekunden erfolgt der Start. Und da war er auch schon. Das Feld kommt gut weg. Der Favorit Gerd Ries geht in Führung und alle rasen auf die erste Kurve. Gewonnen. Guten Abend. Mein Name tut nichts zur Sache und das ist passiert. Es sollte ein netter Nachmittag bei der Oma werden. Das wurde Hölle pur. Ruth K. ist auf dem Weg zu ihrer Großmutter. Sie bringt ihr Gebäck, Kuchen und Käse, den sie am Vormittag noch frisch gekauft hatte. Da nötig ist Ruth, die kommt öfters hierher. So ein liebes Mädchen. Und nur das. Hier ist alle fix und fertig. Nur noch mal schnell zur Oma. Wer konnte ahnen, was an diesem Nachmittag geschehen sollte? Das Haus der Großmutter, ein herumstreunender Wolf, liegt an Stelle der Oma im Bett, wartet dort auf das Mädchen, ein Jäger, der zufällig in der Nähe war. Also da war ein Schrei, ich bin sofort losgerannt, hab durchs Fenster geguckt und was ich da gesehen hab, also das kann ich fast immer wiederholen, da lag also der Wolf als Großmutter verkleidet und hat vor meinen Augen... hat er das Mädchen verschluckt. Der Jäger handelt schnell und überlegt. Mit einem Stemmeisen bricht er die Tür auf, eilt dem Mädchen zu Hilfe. Für ihn ist es schwer, mit uns noch einmal an den Ort des Verbrechens zurückzukehren. Ja, hier war's. Gott sei Dank hat der Wolf geschlafen. Ich wusste ja, dass die kleine Uhr da drinnen war. Da habe ich seinen Bauch aufgetrennt, das Mädchen rausgenommen und Backsteine reingelegt. Einfach Backsteine in den Bauch einnähen. Die einfachen Ideen sind oft die besten. Und er hatte noch eine weitere. Den immer noch schlafenden Wolf wirft er in einen Brunnen vor dem Haus. Die Bestie verstirbt noch am Unfallort. Das Mädchen überlebt leicht verletzt. Der Tierschutzbund zeigte den Jäger wegen Tierquälerei an. Jetzt drohen ihm 3 Jahre Gefängnis. Wir bleiben an dem Fall dran. Ruth K. jedenfalls ist ihrem Retter dankbar. Noch heute bin ich meinem Retter dankbar. Eine bewegende Geschichte. Nächste Woche in Passiert. Harry Klein aus Antwerpen. Er macht Schmuck aus Käse. Zum Schluss sehen Sie jetzt noch einen wichtigen Fahndungshinweis. Ich sage an dieser Stelle schon mal auf Wiedersehen bis zum nächsten Samstag. Jetzt gleich Fritz Egner mit den witzigsten Werbespots der Welt. Danke, tschüss, bis dann. 1 Million, wir sind reich! 1.000 für dich und 500.000 für mich. Hey, bist du sicher, dass uns keiner folgt? Meister, ich bin doch kein Anfänger.